Hi und grüßt euch. Ich wollte euch heute zeigen, wie man ganz schnell eine ganz tolle Herbstdekoration machen kann, ohne viel Aufwand. Und die Materialien dazu sind nicht besonders teuer. Und zwar habe ich hier eine Holzscheibe. Es geht aber auch ein Stückchen Holz, Sperrholzplatte, Spanplatte, alles was ihr zu Hause habt. Aber eine feste Pappe ist wieder zu dünn. Also es musste schon was aus Holz sein. Dazu künstliche Blätter. Die gibt es am besten im Baumarkt. Da ist es viel günstiger als jetzt in einem Bastelladen. Und das sind Großpackungen. Verschiedene Farben. Danach Sachen aus dem Park oder aus dem Wald. Das ist etwas Künstliches. Das kann man auch im Baumarkt mitnehmen. Das ist Anis, Tapfen, Zimtstange, ein künstlicher Pilz. Die gibt es auch im Baumarkt, ganz günstig. Und dann fangen wir mal an. Dazu nehmen wir die Heißklebepistole und machen uns Heißklebe einmal rundherum und legen unsere Blätter aus. Verschiedene Farben, verschiedene Größen, so wie ihr das gerade mögt. So, andere Farbe. So, einmal rundherum. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen was Kleines draufsetzen. Und dann nehmen wir den künstlichen Kürbis. Das ist einer aus Keramik. Den gibt es auch sehr preiswert. Und den setzen wir in die Mitte. Ich mag das halt immer so mit den Sachen, weil nächstes Jahr kann ich es auch wieder auf den Tisch stellen. Das hält bombig. Dann habe ich etwas Bast. Da mache ich einfach mal einen Knoten in die Mitte. Dann verrutscht er mir nicht so. Noch ein, alles ein bisschen wild. Gib hier unten einfach einen Heißkleber an und drück ihn da hinein. So. Dann nehme ich die Zapfen. Die sind halt auf dem Ästchen noch. Das geht aber alles, wie ihr das möchtet. Die findet man ja im Moment zuhauf im Park oder bei einem tollen Herbstspaziergang. Dann habe ich noch ein bisschen gelben Sisal. Den klebe ich auch in die Ecke. Ein Anisstern. Eicheln aus dem Park. So, dann klebe ich mir meistens noch ein Blättchen oben auf den Kürbis. Ich finde das immer ganz drollig. Die Zimtstange. Quetschen auch noch dahin. So, und dann habe ich meinen Pilz, den man auch selber machen könnte, aber das ist wieder eine andere Art. Da müsste man das machen mit einem Schneinchen, mit Montagekleber und dem Ästchen. Das kann ich Ihnen anders mal zeigen, wenn ihr Freude daran hättet. Die künstlichen Beeren. Wenn man will, kann man noch wie bei diesen einen künstlichen Stein mit dem Eichhörnchen draufsetzen. Noch mehr Pilze. Alles, was man findet, kann man drauf tun. Vielleicht noch von hinten ein Blatt, wenn man es an die Wand stellt. Das ist dann jedem selber überlassen. Und ich denke, das ist eine ganz schnelle und richtig süße kleine Herbstdekoration, was man natürlich auch riesengroß machen kann, wenn die Platte größer ist. 3, 4 Kürbisse draufgesetzt, viele Tiere, wie ihr das gerade möchtet. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Ich danke euch. Tschüss.